So, herzlich willkommen. Das Thema ist Klimanotstand. Ich habe zwei ganz, ganz interessante Herren da bei mir, die sehr, sehr viel bewegt haben in Österreich. Unser gemeinsames Projekt. Die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Der erste, Ernst Schrempf, der Initiator ist von Klimanotstand. Ernst, was ist denn der Hintergrund, deine Motivation? Warum hast denn du das initiiert? Also bei mir war es so, dass ich geborener Bergbauer war. Habe Elektriker gelernt und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann bin ich 1985 draufgekommen auf das Buch Grenzen des Wachstums eigentlich von Klaproth Romm, wo die gesagt haben, so geht es nicht weiter, wie es jetzt weitergeht. Und dann habe ich eigentlich beschlossen, mein zukünftiges Leben eigentlich diesem Klimaschutz oder den Energieeffizienz als Leben zu widmen. Und dann habe ich halt als Quereinsteiger mit meiner Frau haben wir dann eine alte Schlossruine restauriert und da drinnen eigentlich immer den Leitgedanken gemacht, also eben energieeffiziente Sanierung. Und das ist uns halt dann gelungen über die Zeit. Mittlerweile sind wir halt eines dieser, kannst du sagen, nahezu CO2-freien Betrieben mit einem Energieeffizienz- und einem Alternativenergie-Schau-Lehrpfad da mit dabei. Und das ist eigentlich so das Ziel gewesen, das zu tun. Dann bin ich aber drauf gekommen, dass eigentlich viel zu wenige mitgemacht haben eigentlich auf der Welt und dann ist ja das eingetreten, dass einfach halt über Klimawandel bedingte Extremwetterereignisse hat es uns halt wieder alles zu zerstören begonnen. Dann habe ich von innen her gesagt, also ich muss was dagegen unternehmen. Habe mich dann ausgebildet also zu einem Klimafachmann und bin halt dann auf die Menschheit los und mit Vorträgen halt zum Sagen, also ihr müsst was tun. Und dann das ist bis hin gegangen, dass ich eingeladen worden bin, also auch vom Ministerium war mit dabei bei der Entwicklung des Masterplans, Tourismus Zukunft Österreich. Und dann ist eben halt dann davor die Greta Thunberg gekommen und die hat mich eigentlich aus meinen Spinnereien dann, also meinem Spinner-Dasein halt dann befreit sozusagen und dann ist das Thema Klima ist eigentlich dann so ein bisschen mehr aufs Tablett gekommen. Da habe ich meine Chance gesehen und so und als Klima-Urgestein, sozusagen Klimaschutz-Urgestein, habe ich dann entdeckt, dieses Wort, also Climate Emergency, was wirklich so ein Erfolgswerkzeug ist, um eben das Thema Klima dann viel weiter halt dann in die Bevölkerung zu bringen. Und dann habe ich halt mir gesichert, sozusagen die Websites, also klimanotstand.at.de und .com, und habe einfach halt diese Idee verbreitet. Also wir waren die Ersten, die was diesen Klimanotstand in Österreich rausgerufen haben für unseren Betrieb. Darauf berufe ich mich wieder, dass ich halt die klimaschädlichen Überseegäste reduziere. Und dann ist halt das weitergegangen, dass ich halt dann auch halt Initiator war, halt dann in unserer Gemeinde eben halt den ersten Klimanotstand für Österreich auszurufen. Ja, und dann waren wir bei der Gemeinde und da bin ich bei dir, Hannes. Ja. Ist ja sehr mutig, als erste Gemeinde in Österreich zu sagen, wir rufen den Klimanotstand aus. Was war deine Motivation und vor allem, wie hast du das intern im Gemeinderat kommuniziert? Also das Thema Klima und Energie hat mich immer schon interessiert. Der Ernst ist ja der Vordenker in der Gemeinde. Als diesen Vordenker haben wir in die Gemeinderatssitzung geholt und haben einmal sehr gespannt seinen Ausführungen gelauscht. Und das hat er dann so spannend gebracht, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es an der Zeit, den Klimanotstand auszurufen. Wir waren die erste Gemeinde in Österreich. Es hat dieser Gemeinderatsbeschluss, der einstimmig war, Symbolkraft. Wir wollten einfach ein Zeichen setzen, um auch alle anderen Gemeinden zu motivieren, da mitzumachen und darüber nachzudenken, wie kann man uns klimatechnisch in Zukunft besser aufstellen, alle miteinander. Und ich glaube, dieser Ausruf des Klimanotstandes war ein erster Schritt. Wir machen uns sehr intensiv schon Gedanken über die weiteren Schritte in die Praxis, was können wir machen, um unsere Gemeinde noch energieunabhängiger zu machen und entgegenzuwirken, diesen CO2-Ausstoß irgendwo zu verringern. Das ist unser Ziel. Und was ist dein Anliegen oder Botschaft an andere Gemeinden, andere Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Gemeinderäte? Die Botschaft ist, dass natürlich das Wort Klimanotstand schon ein sehr interessanter und explosiver Begriff ist. Gell? Man darf sich aber von diesem Begriff Notstand nicht schrecken lassen, sondern ich will einfach die anderen Gemeinden ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen, weil man automatisch mit diesem Schritt über sich selber zum Nachdenken anfängt, im Gemeindebereich zum Nachdenken anfängt, was kann ich verbessern und was kann ich dazu positiv für das Weltklima im großen Sinn
verändern und verbessern. Schön. Und unsere Verbindung ist ja, und da bin ich so dankbar, wir suchen ja Schätze, ich habe es im Hintergrund gewirkt. Wir haben uns auch kennengelernt über Bernhard Deutsch, Strehm, der im Thema Energie seit Jahrzehnten unterwegs ist. Und genau da sind wir jetzt bei dem Punkt, wir zahlen Lösungen am 14. September in Salzburg, Kongress bewusst gemeinsam leben. Und da geht es einfach darum, wie können wir den ländlichen Lebensraum gemeinsam gestalten und vor allem enkeltauglich. Die herzliche Einladung dazu. Und heute haben wir ein Meeting gehabt, machen eine Pressekonferenz in Kürze. Und es geht in eine sehr, sehr gute Zukunft, wenn wir alle miteinander die Verantwortung übernehmen. Danke euch. Danke, danke für die Einladung. Danke. Tickets jetzt über Ö-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekertz-Leitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt.